Servus Camper, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es ums Thema Brennstoffzelle, aber vorneweg wieder mal um das Thema Autarkie. Es gibt ja eine ganze Videoserie mittlerweile schon auf meinem Kanal zu dem Thema, wie ich mir unterwegs autark Strom erzeugen kann. Da haben wir uns zum Beispiel das Thema Solar angeschaut. Ist eine wirklich super Sache, solange die Sonne scheint. Wenn die Sonne aber nicht scheint, kann ich da leider auch keinen Strom erzeugen. Oder wenn ich zu Jahreszeiten unterwegs bin, wo einfach der Sonnenertrag so gering ist, dass ich da nicht wirklich laden kann. Und ich stehe halt, wenn ich irgendwo stehe, wenn Sonne ist, meistens lieber, also meine persönliche Sache, irgendwo unter einem Baum und da ist der Solarertrag auch nicht so wirklich gut. Okay, das heißt, Solar ist ein Punkt, aber vielleicht nicht immer der beste. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, den wir uns angeschaut haben, das Thema Ladebooster. Tolle Sache, wenn wir fahren, können wir die Batterien aufladen. Wenn der Motor nicht läuft, laden aber auch die Batterien nicht und nach ein, zwei Tagen geht uns vielleicht der Saft aus. Gerade wenn wir einen Kompressorkühlschrank haben, weil der braucht relativ viel Strom. Ne? Oder Ladegeräte für Laptop oder die Frau föhnen will, Haare oder so, wie auch immer. Ja? Ist also auch eine Option, aber halt nur dann, wenn der Motor läuft. Dann haben wir uns Ladegerät angeschaut. Klar, ist eine tolle Sache, wenn ich mir ein gutes Ladegerät einbaue, um die Batterien voll zu pumpen. Aber ich habe ja auch nicht immer Strom und genau da sind wir halt an dem Punkt. Um die Batterien mit einem Ladegerät zu laden, brauche ich externen Strom. Habe ich aber nicht, wenn ich unterwegs bin. Dann haben wir uns das Thema Notstromaggregat angeschaut. Ist auch eine super Sache, aber macht halt auch ein bisschen Lärm, muss ich draußen hinstellen. Ist also nicht für jeden das Optimale. Und dann gibt es eben noch eine Lösung, die recht spannend ist. Und die möchte ich euch zeigen und das ist das Thema Brennstoffzelle. In dem Fall haben wir hier die Efeu-Brennstoffzelle und zwecks der Transparenz möchte ich euch noch kurz sagen, ich kriege von Efeu kein Geld für diesen Beitrag oder so. Ja, ich mache das einfach, weil ich das System cool finde und euch das System vorstellen möchte. Ja, damit ihr sagt, okay, interessant, sowas gibt es ja auch. Weil das wissen viel zu wenige, finde ich, dass es so eine Möglichkeit auch gibt. Das heißt, nur so viel mal gesagt. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video einfach mal ein bisschen genauer an. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Ich habe jetzt hier mal die Brennstoffzelle. Ja, da gibt es verschiedene Größen, mal einfach gesagt. Das ist jetzt die große, die 150er. Es gibt aber auch eine 80er. Doch, erzähle ich euch richtig, 150er. Ja. Es gibt aber auch eine 80er, also die gibt es in verschiedenen Leistungsklassen, sagen wir mal so. Und die produziert Strom, und zwar 12 Volt, wie ein Ladegerät, nur dass ich eben nicht außen am Auto irgendwas anstecken muss. Ja. Viele, die diese Videos jetzt schauen, fangen ja gerade frisch mit dem Campen an und deswegen erkläre ich das, ist relativ einfach. Wenn ihr da ein bisschen mehr drüber wissen wollt, erkundigt euch mal im Internet, googelt das ganze System mal ein bisschen. Aber hier geht es einfach nur mal darum, wie wird sowas angeschlossen, was brauche ich dafür und wie funktioniert es. Also was brauche ich dafür? Ich brauche dafür Sauerstoff, weil nur mit Sauerstoff funktioniert dieses System, den haben wir aber eh in der Luft. Ja, so, was brauche ich noch? Ich brauche Methanol und das Ganze ist in so Tankpatronen drin, also es nennt sich Tankpatronen, es sind eigentlich letztlich nur Kanister, ja, und da ist eben das Methanol drin, die gibt es in verschiedenen Gebinden, die gibt es mit 5 Liter, so wie die, das ist jetzt eine kleine, die gibt es aber auch größer, und das Methanol wird dann quasi hier in diese Brennstoffzelle reingepumpt. Was da innen drin genau passiert, verlinke ich euch mal ein spannendes Video dazu. Da wurde nämlich bei Efeu im Werk sich das Ganze mal angeschaut. Das heißt, das Methanol wird da reingepumpt und wird zusammen mit Sauerstoff, wird daraus Strom produziert. Und was haben wir jetzt für Abgase? Ja, wir haben Abgase. Die werden dann über so einen Schlauch abgeführt nach draußen. Wir haben zum einen Wasser, warmes Wasser, weil das entsteht bei dem ganzen Prozess und der muss irgendwo raus. Deswegen müssen wir, wenn wir sowas einbauen, ein kleines Loch in den Boden bohren dafür, dass hier das Wasser rauslaufen kann. Und da kommt auch noch ein bisschen CO2 raus. Das ist also auch noch das Produkt. Ungefähr vergleichbar, je nach Größe, wie wenn ein, zwei Menschen ausatmen. Ja, deswegen sollte man das halt auch rausführen. Es ist aber jetzt so nicht giftig. Das ist halt einfach CO2. Ja? Und das muss halt einfach raus. Ja? Und das Wasser ja auch. Deswegen nimmt man diesen Schlauch, baut man ein Loch in den Boden und dann wird es dadurch ausgeleitet. Und dadurch entsteht dann Strom. Also mal ganz einfach gesagt. Aber wie gesagt, ich habe euch das Video oben verlinkt. Schaut euch das an, wenn euch die Technik da drin ein bisschen genauer interessiert. Naja, wie das Ganze angeschlossen wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Das heißt, ich habe hier unten eine Batterie stehen und die verkabel ich jetzt mal kurz. So, ich habe jetzt hier hinten einfach mal kurz unsere Bordbatterie angeschlossen, die das Ganze quasi darstellen soll. Das ist einfach nur quasi Plus und Minus, die dann letztlich hier in die Efeu reingehen. Und dann möchten wir die Efeu ja noch irgendwie steuern. Und das können wir jetzt mit so einem Bluetooth-Stick zum Beispiel machen. Der wird auch einfach nur Plug and Play quasi angesteckt. Die Patrone wird angeschlossen. Und dann wird letztlich noch der Abgasschlauch her verlegt. Also einfach ein Loch
Loch gebohrt und das Ganze abgeführt. Ich hänge den jetzt aus dem Fenster, weil ich jetzt gerade kein Loch hier reinbohre. So. Und weil da kommt halt eben warmes Wasser dann letztlich raus. Und was ich noch vergessen habe vorher zu erwähnen, hier kommt es auch warm raus. Das heißt, ein bisschen Abwärme entsteht. Die können wir entweder nutzen, wenn wir zum Beispiel im Winter unterwegs sind in der Heckgarage und damit vielleicht die Heckgarage leicht temperieren. Oder wenn wir sie nicht im Auto haben wollen, haben wir auch die Möglichkeit, die dann quasi abzuleiten. Ja. Aber zum Einbauort, da würde ich einfach mal mit eurem Händler quatschen und fragen, was ist da sinnvoll. Ich zeige euch mal ein paar Möglichkeiten, dann gleich noch. Aber so grundsätzlich ja, ist das so eine Option. Winter ist sowieso eine Sache, die erwähnenswert ist. Die Eva funktioniert natürlich auch im Winter. Das ist ihr großer Vorteil, weil da haben wir keinen Solarertrag. Und da wollen wir, wenn wir jetzt in Norwegen ein bisschen stehen, vielleicht auch Strom haben. Aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt nicht fahrt mit dem Auto. Na, das heißt, ihr stellt es im Oktober hin und es bleibt jetzt irgendwo im Freien stehen bis März, bis ihr wieder fahrt, dann würde das der Efeu nicht so gut tun, wenn die irgendwann mal kein Methanol mehr hätte, weil die braucht quasi, bevor sie einfriert, heizt sich die selber ein bisschen auf, braucht die quasi über den Winter dann so einen Kanister oder ihr packt die einfach raus, stellt sie euch in den Keller, schließt sie ab, dann braucht die da nichts. Ja. Aber gut, so viel halt dazu eben nochmal kurz erwähnt. Jetzt ist es so, wenn die jetzt startet, pumpt die sich quasi, wie schon erwähnt, das Methanol hier rein und erzeugt dann Strom. Und das Ganze müssen wir natürlich jetzt noch konfigurieren. Und da blende ich euch hier irgendwo, wo Platz ist, mal kurz den Bildschirm meines Smartphones ein. Das heißt, wir schneiden das Ganze mal mit. Einen Moment. So. Ihr solltet also jetzt auch hier eingeblendet sehen, es gibt die Efeu-App. Die gibt es übrigens für Android und iPhone auch. Und das Ganze schaut jetzt so aus. Das heißt, wir haben hier oben stehen. Okay, das ist die Efeu, die ist jetzt gerade ausgeschaltet. Dann bringt sie jetzt gerade 0 Watt, 0 Ampere Ladestrom. Und die Spannung wird uns angezeigt. Die Betriebsstunden werden uns angezeigt. Ja, kurz noch erwähnt, bevor wir jetzt hier zusammen konfigurieren und ihr euch langweilt, wen das nicht interessiert, der schaltet, ich habe unten Kapitelmarker eingeblendet, der klickt einfach auf das nächste Kapitel. Und dann kann er das somit überspringen. Aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen, was man einstellen kann. Ja, ich sehe dann hier zum Beispiel noch die Tankpatrone, dass die jetzt 94% hat. Das heißt, die habe ich angeschlossen und habe jetzt, ich glaube, zweimal die Batterie vollgeladen. Ja, dass man so mal einen groben Richtwert hat. Und dann sehen wir jetzt also, die ist gerade echt leer. Die hat jetzt 12,2 Volt, zu wenig. Das heißt, die gehört geladen unbedingt. Ja. Sehr gut, dass wir die Efeu jetzt da haben. Aber erstmal muss man das Ganze natürlich konfigurieren. Das heißt, wir suchen uns den Batterietyp aus, welchen wir eben haben. In dem Fall haben wir jetzt hier eine AGM-Batterie, also passt Bleisäure, 12 Volt. Es geht auch 24 Volt. Übrigens, falls jemand jetzt so ein LKW-System irgendwo hat. Und wir können auch auf Lithium umschalten. Das ist auch für die Leute, die eine Lithium-Batterie drin haben, lädt dann auch entsprechend richtig. Dann haben wir die Batteriekapazität, die wir natürlich einstellen können. Haben wir jetzt hier eine 110 Ampere-Stunden Batterie und eine Einschaltverzögerung. Die ist ganz wichtig, weil wir programmieren die Efeu ja so, dass wenn eure Batterie irgendwann mal in die Knie geht, so wie jetzt nur noch 12,2 Volt hat, dann wollen wir ja, dass die Efeu anfängt, Strom zu produzieren und uns die wieder auflädt. Aber es kann sein, dass bei so einer Batterie das auch mal kurzzeitig passiert, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Wechselrichter habt und eine Kaffeemaschine kurz betreibt, so eine PET-Maschine, ja, dann wird während die aufheizt, bis ihr euren Kaffee gemacht habt, in den, 30 Sekunden, wird die Spannung ziemlich einsinken. Und dann würde die Efeu denken, oh je, die Batterie ist leer und dann würde die anspringen. Und damit das eben nicht passiert, können wir hier eine Verzögerung einstellen und können sagen, okay, wenn jetzt die für 60 Sekunden mal sinkt, dann geh bitte nicht an, weil die erholt sich danach wieder, dann musst du nicht anspringen und die Batterie aufladen. Ja. Dann können wir eine Einschaltspannung einstellen, ab wann wir das wollen. Das ist jetzt hier in dem Fall gerade eingestellt auf 12,6 Volt und ihr merkt hier oben, wir haben 12,2. Also würde die jetzt auf jeden Fall angehen, wenn wir sie in Automatikmodus setzen und können dann noch einstellen, wann sie ausgehen soll. Ja, genau, das ist also zu genau. Wollen wir jetzt da auch nicht drauf eingehen. Und vom Status her, weil wir lassen die jetzt dann einfach mal anspringen, dass wir das mal im Live-Betrieb sehen, gehe ich jetzt einfach mal hier nicht auf den Modus Sleep, weil das ist einfach für mich jetzt der Ruhemodus gewesen, dass sie jetzt nicht dauernd anspringt, während ich hier alles verkabel und anschließe und mit euch das Video aufnehme. Und jetzt schalten wir sie mal auf Automatik. Das heißt, wir wechseln den Modus und dann entscheidet sie jetzt selbst anhand unserer Einstellung, wann geht sie an, wann geht sie aus, wann lädt sie unsere Batterie.
in der Zwischenzeit, weil die braucht zum Hochfahren, ja, ein paar Minuten. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, 5 Minuten, bis die quasi dann läuft. Weil die hat ja so einen internen Tank, wie gesagt, die pumpt sich also kurz hier was rüber und hat auch dann den Vorteil, dass wir zum Beispiel die Patronen austauschen können, während die läuft und so. Aber das ist jetzt ein bisschen zu detailliert. Das heißt, bis die jetzt läuft und es erzeugt hat, weil das ist ein chemischer Prozess, das dauert kurz, schauen wir uns jetzt dabei mal die Einbauorte an. Von der Einbauposition an sich ist es natürlich immer schwer zu sagen, weil jedes Fahrzeug ein bisschen anders ist. Aber jetzt hier zum Beispiel in so einem teilintegrierten Van hätten wir jetzt zum Beispiel bei einem Garado V132, wäre das jetzt hier, hätten wir jetzt da zum Beispiel einen Einbauort, wo das Ganze möglich wäre hier, ja, unter so einem Schrankhalter passt die zum Beispiel rein. Hier jetzt mal als Beispiel ein anderes Fahrzeug, das ist jetzt ein Kastenwagen, ja, also wo man quasi hier eigentlich normalerweise das Bett hat und unterm Bett sind ja meistens dann rechts und links auch noch irgendwelche Staufächer, die man hat und nutzen kann. Da müsste man jetzt fairerweise aber sagen, so wie ich die jetzt hier einfach reingestellt habe, könnte man die natürlich nicht betreiben, einfach weil die ein bisschen Raum in beide Seiten braucht. Einfach von der Belüftung her, aber man könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen und könnte sich einen Ausschnitt noch mit reinmachen mit Lüftungsgittern, dass die also dann eben nach Bedienungsanleitungsvorgaben eben da eingebaut wäre, dass ordentlich Belüftung außenrum wäre. Das heißt, man hätte auch im Kastenwagen zum Beispiel je nach Modell Platz. Das wäre jetzt so ein Sammel zum Beispiel von Pössl und man könnte sich ohne Probleme hier oben drüber dann zum Beispiel auch nochmal eine Lade einziehen, ja, dass man oben drüber auch nochmal Platz für Utensilien hat, so als Beispiel. Was ich jetzt zwischenzeitlich hier draußen mal kurz noch zeigen kann, die IFA läuft jetzt, das ist ja quasi der Schlauch, der eigentlich normalerweise nach draußen kommt und ihr seht es jetzt, die lief jetzt ungefähr ja, eine halbe Stunde, würde ich sagen, ihr seht, es tropft, gut durchs Anfassen jetzt ein bisschen mehr, ja, aber ein bisschen Wasser kommt einfach raus und deswegen ist halt wichtig, dass man quasi diesen Abgasschlauch sozusagen einfach unterm Auto rausführt, damit es nach unten raustropfen kann. Na, ist nicht viel, aber es hat halt im Auto einfach auch grundsätzlich nichts verloren, das Wasser. So, jetzt schauen wir, ob die IFA hält, was sie uns verspricht. Das heißt hier, laut Bedienungsanleitung würde die jetzt 75 Watt bringen und in der App sehen wir es jetzt hier auch noch mit dem laufenden Betrieb. Das heißt, wir haben da den Status Ladebetrieb, Modus Automatik, heißt geht automatisch an und aus, je nachdem, ob er laden muss oder nicht. Und hier unten haben wir jetzt die Leistungsdaten, das heißt, er bringt jetzt aktuell 75 Watt und hat einen Ladestrom von 5,6 Ampere. Und ja, wir haben dann noch die Temperatur, das haben wir vorher auch schon alles letztlich gesehen. Das heißt, ihr seht, jetzt lädt quasi die Brennstoffzelle auf. Und ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund jetzt hören könnt. So ein ganz leichtes Brummen. Ich weiß nicht, ob das Mikro das jetzt zu stark oder zu leise rüberbringt. Das ist jetzt schwer zu sagen beim Aufnehmen. Es ist also so ein ganz dumpfes Brummen, während die läuft und den Strom erzeugt. Das ist jetzt, wenn ich jetzt neben der Efeu schlafen würde hier am Tisch, dann wäre das jetzt ein bisschen störend. Aber die ist ja normalerweise eingebaut von den Orten. Das habt ihr schon gesehen, dass man die irgendwo unter einem Schrank oder irgendwo in eine Heckgarage einbaut. Und dann sollte das eigentlich nicht störend sein. Aber wie gesagt, das schaut ihr euch am besten mal beim Händler an, weil sämtliche Händler, die es verkaufen, haben eigentlich so einen Aussteller, wo die IFA aufgebaut ist. Da kann man die mal anschmeißen zusammen mit dem Verkäufer und dann kann man sich das mal anhören. Und ich finde es jetzt persönlich nicht wirklich störend, aber das muss jeder für sich eben entscheiden. Schauen wir uns nochmal kurz von der App was an, was recht interessant ist. Wir haben hier also eine Händlersuche und geben jetzt einfach mal ein, München. Oder gehen wir mal Venedig ein. Venedig. So, wir starten, weil im Urlaub brauchen wir vielleicht was Neues. So, dann können wir mal schauen, wo jetzt überall da Händler wären. Und ihr seht es, wenn ich die Karte mal klein mache, diese ganzen Efeu-Punkte, das wären also alles jetzt hier Händler, wo ich mir Tankpatronen eben nachkaufen kann. Ich finde eigentlich, dass man das gar nicht unbedingt so oft muss, weil man kriegt ja mit der Zeit mit, wie viel man verbraucht. Und ganz ehrlich, so eine Patrone hält relativ lang. Ich habe es jetzt hier drin mal stehen. Also wir haben einen Verbrauch von 0,9 Liter pro Kilowattstunde. Ja. Das könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen. Es gibt ja 5er und 10er Kanister. Man kann sich hier vielleicht einen zweiten Kanister mitnehmen. Aber das ist schon ziemlich viel, weil Kilowattstunden, die wir dafür brauchen, also
Da können wir schon ziemlich viel Haare föhnen und sonst was, bis wir da so eine Patrone leer haben. Das heißt, wir nehmen uns im Schnitt eine volle Patrone mit in Urlaub und die hält uns eigentlich relativ lange. Ja. Aber so, man könnte also quasi, man kann ziemlich, jetzt mal ein bisschen rausgehen, da seht ihr, das ist jetzt Europa. Also wir haben also wirklich da komplett Europa. In Finnland ist ein bisschen weniger, aber hier komplett die Routen entlang haben wir und vor allem hier jetzt, also das ist Wahnsinn. Da haben wir also echt ziemlich viele Händler, wo wir welche nachkaufen könnten, wenn sie uns jetzt unterwegs ausgeben würde. So, machen wir die App zu. Weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das heißt, ihr habt ja jetzt schon mal einiges gesehen. Ihr wisst, wie funktioniert sowas, habt die Einbauorte, also mal so ein paar Beispiele, die ich jetzt hier so möglich habe, eben gesehen. Wenn wir uns jetzt mal so ein Fazit anschauen zu Efeu, also meine ganz persönliche Meinung. Es ist ein wirklich cooles Gerät, weil ich kann von unterwegs mir selbst Strom erzeugen, auch wenn keine Sonne läuft. Es ist meines Erachtens jetzt nicht ein kompletter Ersatz für Solar. Das kann man so nicht sagen, weil wenn ich jetzt wirklich im Sommer unterwegs bin, also ist meine Meinung, ja, wenn ich jetzt im Sommer unterwegs bin, dann komme ich mit Solar eigentlich relativ gut doch hin. Klar, man steht, habe ich ja vorher auch schon mal gesagt, man steht unter dem Baum und so weiter, dann kann es schon mal eng werden. Aber trotzdem ist Solar sicherlich noch ein ganz guter Zusatzpuffer. Man muss aber vielleicht dann die Solaranlage nicht exorbitant hoch dimensionieren, aber das kommt immer bei jedem auf den Verbrauch drauf an. Ja? Ich finde es toll, dass man sagt, okay, man hat ein Gerät, was dann wirklich Strom erzeugen kann, wenn man den Strom dann auch braucht. Man kann ihn ja verwerten. Man kann auch mit einem Wechselrichter dann 230 Volt Verbraucher, also ein Haarföhn, eine Kaffeemaschine oder was auch immer, letztlich gepuffert sozusagen betreiben. Das heißt, ich mache die Batterien leer und die Efeu lädt sie wieder selbstständig auf. Die entscheidet es selbstständig. Ist eine coole Sache. Muss sich halt jeder überlegen, ob er das braucht. Weil wenn er jetzt, zweimal im Jahr wegfährt für eine Woche und da auf dem Campingplatz fährt, dann ist das vielleicht nicht die richtige Zielgruppe. Dann wird man das wahrscheinlich eher nicht brauchen. Wenn man sagt, man möchte unabhängig vom Strom sein, dann sollte man sich so ein Gerät doch vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen und mal ein bisschen überlegen. Ja. Das ist so mein persönliches Fazit. Ist eine coole Sache, aber wie gesagt, es ersetzt jetzt nicht komplett alles andere. Ja, das muss man schon fairerweise dazu sagen. Nur ich kann halt wirklich mit den Patronen, die ich mir mitnehme, kann ich halt wirklich lange Zeit autark stehen. Und das ist eine wirklich coole Sache. Ja. Schaut auch die anderen Videos gerne an zum Thema, wie gesagt, Solar, Wechselrichter und was wir da alles so gemacht haben, wie man sonst noch so Strom erzeugen kann und schaut, was ihr für euch da Gutes mit rausziehen und was für euch das Richtige ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch so ein bisschen Einblick gegeben, wie sowas funktioniert, was man mit sowas machen kann. Und wenn euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns bestimmt mal irgendwo auf dem Campingplatz. Bis zum nächsten Mal, euer Andi. Ciao. Ganz kurz, jetzt habe ich noch was vergessen. Zum Thema Wartung. Was müssen wir denn da bei der Wartung noch alles beachten bei der Efeu? Eigentlich ist das Ding wartungsfrei. Es gibt ab und zu, verlangt die nach einem Service Fluid. Das heißt, es ist so eine kleine Flasche, die man kaufen kann. Und die kann man dann quasi, das kann man quasi danach füllen, wenn die danach verlangt. Aber die springt auch nicht sofort aus und sagt, ich gehe nicht mehr. Sondern sagt, pass auf, muss die Flasche nachkippen. Das heißt, da hat man vielleicht einfach eine irgendwo im Auto rumfahren und wenn das irgendwann mal vorkommt, dann kann man das quasi nachfüllen, dann läuft es wieder. Ansonsten ist die wartungsfrei. Genau, das habe ich jetzt noch vergessen, sorry. Also ciao, bis zum nächsten Mal.